Hi Ladies, Katlin hat mich gefragt, ob ich ihr ein Outfit zusammenstellen kann für ihren Abschlussball. Und da habe ich ihr hier ein Ballkleid herausgesucht, was perfekt auf ihre Kriterien passt, denn sie hat es mir wirklich nicht einfach gemacht, denn sie meinte, es sollte pink und mit Spitze sein. Und Herausforderung angenommen und sie hier ist dieses wunderschöne Outfit. Und dieses möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Doch bevor ich in die Details verfalle, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder und die Tipps und Tricks größer sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt zu diesem wunderschönen Kleid. Denn hier habe ich wirklich eine Perle gefunden, die es wirklich nicht überall gibt. Besser gesagt, ich habe sie wirklich nur in einem einzigen Shop gefunden und war froh drüber, hier ihre Kriterien zu erfüllen. Und wie ihr seht, ist das hier ein knielanges Kleid, was natürlich den Vorteil hat, dass es große und kleine Frauen tragen können. Und das Besondere an diesem Kleid ist eigentlich das ganze Kleid. Denn hier sind wirklich mehrere Punkte von Katlin erfüllt worden. Und ich fange einfach mal beim Rockteil an. Beim Rockteil ist ein Chiffon über ein Satinstoff genäht, quasi ein glatter Stoff und ein transparenter Stoff drüber, damit es wirklich beim Tanzen, beim Bewegen wirklich wundervoll aussieht und eure Figur sehr, sehr gut schmeicheln wird. Und wenn man dann jetzt im Taillenbereich reinguckt, ist das wunderschön getrennt mit einer Kordel, die angenäht ist und das Bustier und der Rückenteil komplett aus Spitze. Im Brustbereich ist es so gemacht, dass es nicht transparent ist, aber alles drumherum, die Träger sind transparent und die Spitze ist zusätzlich mit Pailletten verziert, dass es wirklich ein geniales Bild gibt und es ist alles in Pink, aber nicht so ein leuchtendes Pink, wie ihr hier seht, sondern wirklich ein Pink, wo man wunder gerne hinschaut und denkt, oh, ist die lecker. Doch ein Kleid alleine ist kein Outfit, sondern erst das Outfit macht es wirklich zu was Besonderem. Und damit Katlin wirklich perfekt darin aussieht, habe ich wieder lange recherchieren müssen, um den perfekten Pump dazu zu finden. Und wie ihr seht, habe ich hier einen Pump gefunden aus Velourleder, der auch im gleichen Farbton herkommt wie das Kleid und sich wunderbar anschmiegt. Und wie ihr seht, der Pump hat noch eine kleine Schleife oben drauf, der das Ganze noch ein bisschen verspielt macht. Und dass er bequem ist, davon könnt ihr ausgehen, dass es ist, denn ich schaue immer danach, weil ein Ball, das geht ja bis früh um 6 oder 7, das muss einfach bequem sein. Und hiermit habt ihr wirklich schon mal etwas kreiert, wenn ihr euch sowas anschafft, wo ihr sagt, diese Nacht werdet ihr nicht vergessen. Doch damit sie wirklich komplett unvergesslich bleibt, gerade weil Katlin ihr erster Ball ist, möchte ich noch das Ganze ein bisschen toppen mit zwei weiteren Accessoires. Denn ich habe hier eine Jupp-Handtasche gefunden in Silbern, die zu diesem Kleid sehr, sehr gut passen tut. Und sie ist zwar nicht extrem groß, aber sagen wir mal so, für diesen Abend passt genügend rein oder das Nötigste. Und um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen abzurunden und gerade in dem Alter, wo Katlin ist, wo man diese Abschlussbälle hat, da darf es natürlich verspielt sein und auch romantisch. Und somit habe ich hier noch ein Accessoire herausgesucht, ein Armband. Man nennt es auch Freundschaftsarmband oder Battle-Armband, wo quasi viele, viele kleine Glücksbringer dran sind und die ganze Kette aus echtem Silber ist und somit ihr auf beiden Seiten quasi schön ausgewogen seid mit Silberelementen. Auch gerne, wenn ihr noch was findet, in den Ohren. Nicht schwarz oder so, sondern lieber wirklich auf helle Farben beim Accessoires legen. Und dann habt ihr, wie hier, das perfekte Outfit für die perfekte Ballnacht. Und wenn ihr wie Katlin so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann empfehle ich euch, schreibt mir unten in den Kommentaren so genau wie möglich, was ihr vorhabt und wie ihr aussieht, wie groß, wie klein, welche Haarfarbe und Co. Denn genau darauf kann ich dann vielleicht morgen schon so ein Outfit euch zusammenstellen und euch glücklich machen. Und damit ihr das nicht verpasst, noch der Hinweis, hier oben könnt ihr mich abonnieren auf mein Logo und verpasst somit kein Outfit, kein Video mehr und natürlich die dazugehörigen Deals. Ist das ein Deal?
In diesem Sinne, Kathleen und euch, viel Spaß mit dem Outfit und ich freue mich auf eure Kommentare.